So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LFB. Wir sind heute mit mir, den Crusader. Ich bin gerade in dem Team drin. Wir sind wirklich alle komplett bekloppt. Und deswegen kriegen wir auch einfach gar nichts hin. Aber ich dachte, ich nehme euch mal mit in diese wunderschöne, lustige Runde Hell and Loose. Mal gucken, was das Ganze wird. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag. Und wenn euch das ganze Gameplay hier gefällt, ja, dann lasst mir noch ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Brauche ich ganz, ganz dringend. Und wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Dem einen oder anderen gebe ich manchmal eine Kugel. Der ein oder andere schenkt mir manchmal eine Kugel. Das ist ein ewiges Geben und Nehmen in Hell and Loose. Morgen Sonntag 20 Uhr, Spiel gegen die 82. AD. Könnt ihr live verfolgen auf Twitch, wenn ihr Bock habt. Das heißt morgen. Ich nehme heute Samstag auf, ich lade das Video erst morgen hoch. Wenn euch das Ganze gefällt, dann guckt einfach mal bei Twitch vorbei. Wir werden wahrscheinlich wieder eine Heiden-Gaudi haben und uns ordentlich mit der 82. AD battlen. Wird gut. Mit den Jungs von DC, ehemalig Core. Wir sind jetzt zusammen die Extreme Dinosaur, Dinosaurier. Und werden versuchen, das Spiel morgen natürlich 3-2 Minimum zu gewinnen. Es wird aber ein bisschen spannender und wir gehen auf 5-1. Ich trage hier weiterhin meine weiße Uniform, damit der Gegner mich auch sehen kann. In dieser komplett verwurstelten Runde ist das nicht unbedingt verkehrt. Der Gegner hat auch irgendwie 1000 Fehler gemacht, hat auch keine gar nichts gebaut. Auch wild, was der macht. Links war safe ein Feind, der mich jetzt irgendwie nicht abgeschossen hat. Aber der da schießt auf mich. Und er hat den Double Hit gelandet. Was ziemlich gut ist an der Stelle. Leutnant war das, der mich überfahren hat. Das war der Spieler Leutnant, der mich eben gerade überfahren hat. War doch vorhin bei uns. Ja, ja. Jetzt ist er gegen uns. Definitiv. Okay. Das ist jetzt ein Feind. Gewehr 43 nehme ich jetzt mal mit. Ach, ich freue mich schon so, wenn der Rattenhof offen ist, ey. Mit dem nächsten Update machen sie den Hof auf. Den Hof auf Ping. Der hier ist dann offen. Der hier, ne? Beobachtungsmarkt. Ja. Ping. Ich meine, Ping kommen die raus. Dann schieß drauf, solange sie noch flüssig sind. Haben sie ja schon. Wir sollten uns an denen festkleben. Junge, ich stehe nicht. Es wird nicht besser hier. Ja, die Artillerie klebt auf der Punktmitte. Wir müssen auf jeden Fall rechts lang gehen. Oh, hier sind auch schon Gegner rechts. Hast du ihn geroadkillt? Schade. Außenpostenmark ist drauf. Jawohl, baut. Baker ist schon dran, glaube ich. Ah, Baker ist schon dran. Okay. Jawohl. Jetzt nochmal einer gespawnt, Mann. Zwei. Ja, Abel, ich schmeiß ihn mal ab. Vielleicht kann ich jemand anderes das umsetzen. Ich hab's gecheckt. Ja, ich muss ganz kurz. Ich kann nicht bauen, Schatte, der ist so close hier hinter. Die ist da oben gleich wert, als wenn wir ihren Angriff aus Norden finden. Jetzt ist er tot.
Ey, ihr könnt froh sein, dass ich meine Tarnkleidung heute anhab. Und mich einfach keiner sieht. Siehst du, wie getarnt ich bin? Oh, fuck, das war ein Mate. Entschuldigung. Das war ein Versehen! Doch, das war keine Absicht. Ich hab einfach nur reagiert. Haben wir den Spawn? Ja. Wir haben den Spawn und ich hab außerdem Party angeschossen. Dass ich auch ausgerechnet dich getroffen hab. Ich hab nicht mehr gelesen, was da steht. Zieht euch mal die weiße Uniform an, damit ich euch von den anderen unterscheiden kann. Alles klar. Ich hab nämlich eine Schwarz-Weiß-Schwäche und ich kann nur weiß sehen. Tötet die! Wir sind nämlich die White Tiger Claws, so nenne ich jetzt unser Squad. Und wir tragen einfach alle weiße Uniformen. Du hast eine Anweisung, dass wir das sind? Ja, also ich würde es ganz gut finden. Kommt schon, White Tiger Claws, zum Angriff nach Viehstelle. Ne, warte mal, den Infanteriemarker lass ich mal da. Bei dir müssten feindliche Supplies runterkommen. Werden hier auf den OP direkt geschossen? Ja, die sind hier unten komplett, ey. Der hält einen Rocket Launcher drauf. Ich hab den abgebaut. Scheiße. Bau gleich einen neuen auf. Braucht dann einmal Supplies an meinem OP. White Tiger Claw Party, einmal zur Playstation am Außenposten. OP steht. Ja. Ganz viel auf dem Aufstellen. Ich brauche Supplies hier. Jawohl. Wir setzen eine Angriffsbahn hier in F5. Wo sind meine Supplies? Hervorragend. Ja, bei Charlie muss hier hin, das stimmt. Was ist in 7? Charlie. Der ist vor dich. Ich kann ja nicht sofort auf den. Wieso dauert das noch 7 Sekunden? So, und wo sind jetzt die Supplies? Bist gespawnt, aber ich sehe hier keine Supplies. Jetzt legst du sie nicht und krabbelst auf dem Boden rum. Und warum hast du keine weiße Uniform an? Wir brauchen. Wieso hat hier keiner eine weiße Uniform an? Hey, schau doch her. Ah ja, Jeet hat das gemacht hier. Der ist eine gute White Tiger Claw. An dem Medium seht ihr den anderen Panzer. Ist der noch da? Ja gut, weiße Uniform. Wir sind jetzt hier die White Tiger Claws. Und als White Tiger Claws sind wir natürlich die Sturmspitze des Angriffs hier. Hast du Panzersicht? So, Angriff, White Tiger Claws, Angriff! Paddy, setz das Sande Vistan ein und ey, das sieht richtig geil aus mit den weißen Uniformen. Da kann ich mich gar nicht beschweren. Wenn ihr Rauch werft, dann habt ihr sogar noch eine Tarnung damit. Dein Sande Vistan! Deine Spezialfähigkeit, um die Gegner auszuschalten. Angriff, unser MG hat noch keine weiße Uniform an. MG, du brauchst eine weiße Uniform. Klar. Ohne geht's nicht. Ohne geht's nicht, nee. Jetzt muss ich dich austauschen gegen eine offizielle White Tiger Claw. Beim nächsten Mal sterben wir jetzt wechseln. Ausgezeichnet. Dann heben wir uns auch von den anderen Squads so ein bisschen ab. Das zeigt dem Gegner, dass ihr keine Angst habt. Oh, keine Ahnung. Die fragen sich nur, warum rennen die ganzen Mongos in Weiß rum? Ja, das setzt sich jetzt durch. Jeremy Fragrance Group hier. An den Offizierschat, wir sind jetzt die White Tiger Claws. Wir wechseln jetzt alle einfach auf weiße Uniformen, um die Gegner komplett zu verwirren. Sehr gut. Also sagt euren Leuten weiße Uniform, wir ziehen uns jetzt ganz weiß an. Das muss aussehen wie bei einer Hochzeit. Wenn ihr weiß. So, das Team wechselt jetzt langsam auch auf weiß. Jeder zweite trägt jetzt weiß-schwarz. Gehen jetzt einfach mal komplett auf weiß. Das muss aussehen wie bei einer Hochzeit.
Hast du den Command-Channel auch Bescheid gegeben? Ja. Bitte versetzen. Ich sehe hier noch zu wenig Leute mit weißer Uniform. Ihr braucht die weiße Uniform. Fox King gar nicht unterrichten, dringend. So, White Tiger Claws, wir reiten jetzt Winters Landung an. Dazu passt auch unsere Uniform zum Winter. Lasst uns jetzt auf dem Winters Landung festkleben. Wir haben keine Garnison weg. Die Stelle, das muss sofort passieren. Das wird nicht. Charlie, du bist der Einzige, der da unten ein OP hat. Ja, White Tiger Claws hört. Let's go. Geh zu Kriegsstelle, sicher uns das. I just can't speak English, sorry. C3 am Platz 7. Ich lauf zurück zur Viehstelle. Was ist ein C3 am Platz 7? Kann ich da Vorräte kriegen? Jawohl, lauf. C3 am Platz 7, ich seh dich. Negativ. Egal. Der hat mich nicht gesehen wegen meiner weißen Uniform. Feindliches Spawn-Fahrzeug auf Light Vehicle Mark. Die sehen mich nicht. Ja. Ja, beschwer dich mal bei ihm, warum er nicht weiß angezogen ist. Das ist eine offizielle Meldung jetzt, dass sich alle weiß anziehen müssen. Ja, warum hast du denn kein Weiß an? Nee, im Command-Chat, offizielle Meldung im Command-Chat von den Offizieren. Alle tragen jetzt Weiß. Das muss ja aussehen wie bei einer Hochzeit. Commander, die White Tiger Claws gehen gleich gegen alles vor, was keine weiße Uniform trägt. Bestätige. Einfach alle weißer ziehen, die White Tiger Claws kennen solche Beschwerden nicht. Hey, jetzt konnte ich sogar einen hier übersehen. Sekundenkleber war auch weiß, ja. Ja, wir heben uns wirklich von den anderen ab. Das finde ich richtig gut, ey. Ja, das machen wir, oder? Die White Tiger Claws. Seht euch meine Truppe an. Heldenhaft, heroisch, weiß angezogen. White Tiger Claws gewinnen. Easy White Tiger Claws. Ja, nice. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir ein Like oder ein Abo da. Ich finde, die Leute haben das hier super gemacht. Das war total geil. Dafür gibt es erstmal ein Promote für Buddy. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss.